Egal, es muss ja auch nicht immer so unmenschlich sein. Das sieht auf jeden Fall klasse aus. Sieht das noch gut aus? Ja, doch, irgendwie. Es hat irgendwas. Aber mehr darf ich jetzt mit Pistons nicht mehr arbeiten, weil so langsam kackt hier meine Verbindung ab. Also nicht meine Verbindung, sondern meine Aufnahme. Also beim noch mehr fängt es an, stark zu laggen. Scheiße. Deswegen machen wir jetzt hier auch gleich mit Glowstone weiter. Weil je mehr beleuchtet ist, desto flüssiger funktioniert das Ganze. Ist dieser Sprung möglich? Dieser Sprung dürfte nicht mal nicht möglich sein, wenn man es... Ja, komm. Kinderspiel. Ist das sogar ohne Sprinten möglich? Nee, ist ein Dreier. Das heißt, wenn man das richtig timet, dürfte das sogar ohne Springen möglich sein. Sprinten. Also ist es kein Problem. Jetzt machen wir wieder was mit Leitern. Hatten wir ja schon so lange nicht mehr. Und zwar gehen die diesmal einfach schnurstracks gerade hoch. Ja genau, man könnte hier noch so ein bisschen rumklettern. Nee, das mache ich jetzt nicht, das wäre zu mies. Zack, 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 zack. Sieht das gut aus? Ja, auf irgendeine Weise. Und dann kann man hier durch. Auch nicht schlecht. Gefällt mir jetzt auch nicht mal gar nicht so schlecht. Wir können auch einfach hier das wegmachen, dann sieht man es ein bisschen besser, dann macht das noch mehr her. Und hier kommt einer dieser berühmten Rennsprünge hin. Oh ja, Rennsprünge sind so welche, die man... hier kann man ja nicht springen, weil wir sind hier direkt unter Decke. Das heißt, man muss hier sprinten. So. Dass man das auch ein bisschen besser machen kann. Das heißt, nö, wir machen es so einfach nicht. Und dann muss man hier sprinten, um dann hier irgendwo zu landen. Das ist alles andere als einfach, aber es ist verdammt cool. Ja, wir machen das auf der Höhe. Jetzt gucken wir einfach mal, wie weit wir mit Sprinten kommen. Ich mache mal hier Fliegen aus. Ja, also der hier sollte schon möglich sein. Ich meine, man hat sich ja gerade hier nicht durchgekämpft und so und fällt dann hier nicht in das ewige Nichts. Ah, der ist knapp. Der ist verdammt knapp. Ich glaube aber, er ist möglich. Ja, er ist möglich. Aber er ist nicht einfach. Da müssen wir hier davor noch einen Checkpoint reinmachen, irgendwas. Ja, super, wie macht man denn hier bitte einen Checkpoint? Oh, ich habe eine tolle Idee. Ich habe eine tolle Idee. Man könnte hier Pistons in die Wand reinbauen. Über die man dann... Oh, ist das möglich? Oder muss ich da ein bisschen besser verkleiden? Wenn man hier einen reinmacht und hier. Dann sind wir da. Ja, dann werden die hier weggezogen. Oh ja, tolles Spielzeug. Mal wieder ein tolles Spielzeug hier. Wenn ich hier einen Piston hinmache, dann sieht man das Ganze nicht. Man kommt hier trotzdem noch hoch, aber es ist, man sieht es nicht. Dann kommt hier einer raus und die beiden hier werden weggezogen. Genauso wie die beiden, also diese ganzen hier. Dann kann man hier hochlaufen. Das heißt, ich muss hier... Oh, gerade so noch Platz gehabt. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das befeuert kriegen. Sollte aber eigentlich. Ich muss hier so einen Pisten hinbauen. Der schiebt das hier raus. Und die ganzen hier werden weggezogen. Jetzt dürfen wir gleich im anderen Raum drin sein, richtig? Geht das noch? Ich habe hier eine Wand. Das heißt, hier müssen die ganzen Pisten stehen. Scheiße. So, das war aber nicht geplant, hey. Das sieht man jetzt wahrscheinlich im anderen Raum extrem. Ja. Sieht man extrem, sieht auch nicht gut aus. Dann können wir es so leider nicht bauen. Hätte ich jetzt aber cool gefunden, weil dann so ein richtiger kleiner Weg in der Wand aufgegangen wäre. Aber, naja, man kann nicht alles haben. Müssen wir mal gucken, ob das hier drüben auch wieder... Aloha. Wo bin ich jetzt gelandet? Lass mal durch hier. Ob das hier drüben jetzt auch wieder ganz, ganz aussieht? Ja, ist wieder ganz. Gut, dann müssen wir es eben anders lösen. Dann würde ich sagen, dann machen wir es so einfach so. Hier einer und hier einer. Dann haben wir keine Probleme. Man sieht auch kaum dann die Pisten. Außer man stellt sich echt extrem blöd an. Aber so weit kommt es jetzt einfach mal nicht. Und ich will aber, dass man das Easter Egg findet. Dass ich noch da unten hinbauen werde. Deswegen setzen wir hinten zu dem Schalter was hin. Und zwar die Aufschrift. Man muss es irgendwie sehen können. Mann, oh. Von hier hat man keine Chance. Vielleicht von hier. Wir machen das ein bisschen offensichtlicher. Wir machen hier ein Loch rein. Sieht man das jetzt? Ja, das sieht man. Na, so offensichtlich will ich es jetzt auch nicht machen. Dann machen wir das Loch einfach hier rein. Sieht man das jetzt von hier oben?
Ja, man sieht's. Mhm. Da sieht man's. Ist nicht ganz so gut versteckt wie hier, aber dafür ist es weg von den Redstone-Sachen, weil ich muss das natürlich auch wieder öffnen. Und das wird dann von dem Schalter hier getriggert. Warum eigentlich nicht? Ist eine tolle Idee. Boah, hey, dieser Raum hier, der wird noch lange kosten und ich nehme jetzt auch noch ganz lange ein Stück auf. Weil die Alternative wäre, dass ich das jetzt hier offscreen mache und ich habe gerade überhaupt keine Lust aufzuhören. Naja, schön für euch, ich habe den mehr zum Gucken. So, hier muss eine Fackel hin und... Pff, ist eine Scheiße hier. Hier muss eine Fackel hin, ne? Ne, ich sehe nichts. Machen wir das mal hier weg. Brauchen wir eh noch nicht. Das können wir vielleicht, aber können wir auch nicht durch die Wand triggern. Meine Fresse, hey, da habe ich mir was vorgenommen. Wenn wir hier eine Fackel hinmachen, das geht. Hier eine Fackel geht auch. Ja, die muss ich jetzt abwechselnd von unten befeuern. Ich muss hier aus diesem Raum rauskommen. Hallo. Boah, ich mache mir den Müll hier wieder aus. Klappe. Wie ruhig sie auf einmal ist und wie alles still steht. Einfach in der Bewegung geblockt. So. Ah. Irgendwo eingeschlagen? Brennt jetzt hier irgendwas? Es scheint nichts zu brennen. Wir müssen echt dringend Glas drüber bauen. Ich hab voll Angst, hey. Ah. Das wäre das Ende, wenn jetzt hier irgendwas anfangen würde zu brennen. Weil ich habe keine Sicherungskopie gemacht von der Welt. Hihi. Nicht gut. Na, scheint noch alles ganz zu sein. Hoffen wir es einfach mal. Zack, darf ich mal hier irgendwie wieder ran. Werde ich gleich nach dieser Aufnahme hier machen. Ich glaube, ich breche die nach einer Stunde jetzt hier ab. Weil da muss ich ein paar Sachen erledigen. Sicherungskopie und Headset einstecken und sowas. Und dann mache ich aber direkt weiter, wenn wir schon mal am Aufnehmen sind. Führen wir das mal hier noch schnell fertig. Das machen wir jetzt noch. So. Und wieder so. So lange, bis wir irgendwann mal mehr Platz haben sollten. Wo machen wir überhaupt den Hebel hin? Wie wäre es hier oben? Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Ist knapp. Wir können den Hebel auch an die Decke setzen. Das hätte man auch mal... Bitte, lass Hebel an die Decke setzen können. Nein, es geht nicht. Das hätte ich jetzt voll cool gefunden. Dann brauchen wir eine andere Lösung. Wir können auch einfach hier zentral einen reinsetzen, aber... Ah, nee, wir sind hier schon über der Decken. Oh, das ist schön. Aber wie führe ich das Signal da drunter? Mäh. Manu. Das macht aber irgendwas her, wenn der Schalter hier so sitzt. Ich glaube, das mache ich sogar. Das ist toll. Mhm. Das ist echt toll. So. Das heißt, wir müssen das jetzt eigentlich von oben, wäre es optimal zu triggern. Kann man die irgendwie von oben triggern? Es ist möglich. Das ist kein einfaches Spielzeug, was ich hier gerade mache. Das ist alles andere als einfach. Die kann ich nicht von hier drüber. Von hier drüben kann ich sie auch nicht, weil hier habe ich die Tür. Von hier kann ich sie auch nicht. Man kann Pisten triggern, indem man einfach ein Redstone-Kabel drauflegt. Das wäre vielleicht die Rettung. Wenn ich jetzt hier... Moment, da mache ich erstmal die Fackeln hier weg. Na okay, die sind eh aus. Das dürfte dann keine Auswirkung haben, hoffe ich jedenfalls mal. Jetzt hier Redstone drauflege und hier eine Fackel hinsetze. Ah. Gut, viel Arbeit gespart, nur weil ich mich an diesen blöden Trick erinnert habe. So werden natürlich auch Double Doors getriggert. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das dann nachher in der Praxis auch funktionieren wird, sonst habe ich ein echtes Problem. Boah, hier muss man mal großflächig aufreißen. Sind wir eh über der Basis der Tür, über der Höhe der Tür. So, dann können wir hier einen weghauen. Das sieht man von unten eh nicht. Und dann sind wir auch schon hier oben. Geil. Geil, geil, geil. Wo der Schalter angreift. Redstone. Redstone ist hier unten. Passt gerade noch perfekt auf die erste Seite. Gucken wir mal. Schön. Echt schön. Jo. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das Ganze wieder halbwegs verkleiden.
Das gehört dazu, aber alles andere machen wir jetzt hier erstmal zu. Ja, ehrlich gesagt, wir bauen die Wand einfach so zu, als wäre hier nie was gewesen. Genau, und wenn wir jetzt den Schalter hier oben drücken, dann haben wir hier auf einmal eine kleine Treppe drin. Die funktioniert auch, also wenn man hier drauf steht, ist dieser Sprung, na, das macht so jemand, der so Sprünge macht, im Schlaf. Gut, jetzt müssen wir nur noch ein bisschen besser den Schalter hier verstecken, weil ich finde das ja relativ cool, dass man hier so reingucken kann, aber muss jetzt auch nicht sein. Ist das denn noch cool? Bin ich jetzt gelandet. Ist das denn noch cool, wenn ich, genau, wenn ich hier einfach was dahinter stelle? Sieht das dann gut aus? Ja, macht immer noch was her. Es war zwar irgendwie cooler mit dem Raum hinten dran, aber so geht das genau. Ich kann nicht mehr sprinten, Aloha. Hep, Dankeschön. Boho, hep. Machst du an? Guckst du um? Nix passiert. Machst du nochmal an? Guckst du um? Aha. Eigentlich müsste ich hier, naja, das mache ich sogar. Zap. Eins wegmachen und hier noch ein Schild reinhängen. So, so, so. Fliegen. So. Jetzt kann man natürlich hier runter gucken, oder? Das ist jetzt natürlich eher suboptimal. Ah, ich fliege noch und frage mich, warum das nicht funktionieren tut. Nee, also wenn schon, dann richtig. Kriegen wir gleich auch noch eine Lösung hin. Der. Ah, das ist blöd. Das ist jetzt echt blöd. Dass man hier nicht noch ein Schild hinhängen kann. Der leitet den Strom an umliegende Blöcke. Das heißt, er müsste eigentlich auch den Strom hier hinleiten, oder? Ne, da ist eins zu weit weg. Er leitet den Strom nur hierher. Hier? Oh, haben wir die Leiter gefickt? Tut mir leid. Nicht gefickt. Das gehört ja nicht hin. Beschädigt. Beschädigt ist schön. Auch keine Chancen. Ach, das ist blöd. Das will ich jetzt aber echt ehrlich gesagt nicht machen.